Willkommen zurück zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir haben einen kurzfristigen Trade im Kaffee-Future und dem wollen wir uns so gleich widmen, aber natürlich nicht ohne vorher auf die rechtlichen Hinweise geachtet zu haben, die auch heute wieder gelten. Wir sehen hier den großen Zyklus im Kaffee. Und da läuft ein Aufwärtszyklus noch aus dem vergangenen Jahr und der geht so langsam in die Topfbildung über, aber in diesem Rahmen haben wir kurzfristig gerade auch durch die Erholung über die 190er Marke, die jetzt jüngst stattgefunden hat, haben wir hier nochmal eine Long-Chance, gerade auch der Februar ist so ein Monat, in dem Kaffee dann doch durchaus mal nicht oft, aber wenn es auf der Long-Seite einen Impuls gibt, ordentlich Dampf macht oder Dampf machen kann. Dementsprechend also hier eine Long-Chance im Kaffee-Future. Wir werden demnächst dann auch auf der Short-Seite größere Trading-Chancen bekommen, aber gegenwärtig ist hier noch die Long-Seite oder die Richtung, auf der die Chance zu finden ist. Und das Ganze wollen wir uns natürlich auch produkttechnisch anschauen. Und da gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, folgendes Produkt zu handeln. Ein Turbo Open End von Vontobel, die WKN lautet VP4Z37. Einstieg Market, Stop Loss 1 Euro und der Exit wäre hier in dem Fall Ende Februar. Wir haben das Produkt schon mal gehandelt im vergangenen Jahr und das wäre jetzt hier wieder eine attraktive Situation. VP4Z37, Einstieg Market und Exit zeitbasiert Ende Februar, also ungefähr 2 Wochen hier das Haltezeitfenster. Das war es für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.